Moin, sind mal wieder zu einer neuen Folge von Remember Me. Ich fühle mich gerade ein bisschen komisch. Ich habe letzte Nacht irgendwie komisch geschlafen. Meine Schulter tat ein bisschen weh. Was heißt ein bisschen dolle weh. Es hat so ein richtiges Ziehen gegeben. Komme ich hier nicht drüber? Ja, und da habe ich gerade meine Tablette genommen. Ich glaube, das war ein bisschen stark. Aber mir geht's gut jetzt und deswegen würde ich mal sagen. Das tausendste im Turm geborene Baby. Willkommen auf der Welt, Marielle. Auf nie vergessen. Auf nie vergessen. Und dann wollen wir jetzt apropos mal nie vergessen, wollen wir mal gucken, ob er noch irgendwelche Erinnerungen hat. Hast du die Codes? Nur Fetzen und Emotionen. Aber auch das Fragment eines neuen Rätsels. Vielleicht noch einem Mnemonik? Sein Gedächtnis ist mit denen der Leaper verschmolzen. Was meinst du? Du musst das Gedächtnis dieser beiden Mutanten durchwühlen, um das Rätsel endgültig zu lösen. Es ist unsere einzige Chance, Zugang zum Konzeptionswürfel zu gewinnen. Super. Na dann, wollen wir mal den Ben hinterher eilen. Ich dachte gerade, da standen irgendwelche. Oh. Und ich habe gerade was getrunken. Niemals wird Aufnahmen Sie sind trinken. entwischt. Komm ich hier rein? Nein, ich komme hier nicht lang. Da sind sie. Oder was war da? Einfach folgen, einfach folgen. Die Kameraführung ist immer noch für den Arsch. So, weiter geht's. Oh Gott. Na, wo bleiben sie? Nummer 1. Und Nummer 2. Oh Gott. Schon wieder so welche. Ah, ich hasse es. Erstmal so ein bisschen heilen hier. Greift den da an? Nein, der war doch falsche. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Fokus wieder. So, und jetzt kommen wir hier mal auf den schön einprägen. Oh, natürlich sind die fokusresistent. Das wäre zu schön gewesen, wenn sie es nicht wären. Okay, also müssen die beiden erstmal ausgeschaltet werden. Dass sie eben halt nicht resistent gegen die Dinger sind. Und ich verliere andauernd Leben, weil hier so viele Viecher sind. Ich habe nicht genug Fokus. Jetzt habe ich genug. So, und jetzt 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aua. So. Die Binsen sind wir jetzt erstmal hinüber. Ein bisschen Leben kriege ich immer noch eingespart, aber ich werde jetzt nicht mehr von den Viechern killen, weil das dann unnötig wäre eigentlich, weil die dann wieder neu rufen. Komm schon. Komm schon. Ich brauche jemanden von euch. Könnt ihr euch mal irgendwie. Warte mal, hier hinten ist doch Licht, ne? Ah, natürlich kann ich die nicht angreifen. Einfach so. 1, 2, 3, 4. Fast. Dreier-Schrotter-Kombo, schön, dass wir ihn haben. Warum kriegen die jetzt auf einmal so ein rundes Gesichtsfeld da außen rum? Kommt schon noch 30 Sekunden, dann kann ich es wieder einsetzen. Danach kommt dann die Raserei. Fuck you, aber ernsthaft. War so klar, dass sie wieder neu rufen. Und das wird so einer. Den muss ich zuerst platt machen. Bevor ich das wieder einsetzen kann, weil die sind nämlich resistent und nerven dann, wenn ich dann die Technik mache. Komm, stopp bitte einfach. Danach würde ich mir jetzt mal einen erledigt haben mit einer schönen Combo. Schön Fokus-Combo.
So, okay. Und tschüss. Zack, zack. Du stirbst jetzt. Wie fällt er aus? What the fuck? Kann man die auch irgendwie mit Bomben kaputt hauen? Einfach mal versuchen, ich habe gerade eh nichts Besseres zu tun. Nope, kann man nicht. Gut, da verstärkt gerade seine Mitmenschen, soll er gerne machen. Ich will mich erstmal heilen. Ah, oh, diese fiegen Armleuchter. Wo haben wir es hier? Natürlich sind die in der Zeit unsichtbar. Und hier kann ich nicht aussaugen. Oh. Okay. Schon wird er so eher noch von den schönen Weißen. Dich brauche ich genau. Schön, dass der. Ich meine, ich könnte ja übelst die Level formen, aber das wäre sinnlos. 1, 2, 3. 1, 2. 2, 3, 4. Alter, nervst du. Wenn es hier einen Roboter geben würde, würde das alles ein bisschen einfacher sein. Aber nein, man muss ja noch stundenlang warten. Bis wieder die Fähigkeiten funktionieren. Okay, die Folge kann vielleicht wieder etwas länger werden. Komm, noch 22 Sekunden, da kann ich es wieder einsetzen. Dass sie immer so nach allen drei... Nerv nicht. Dass sie immer so nach allen drei Dingern immer irgendeiner angreifen muss, das riecht mich so verbal auf. Ich kann meine Kombos nicht mal zu Ende führen. Ach gut, das ist wieder... Aua. So. Komm schon, einfach draufhauen da mit voller Wucht. Okay, die erste Überlastung bitte. Nein! Ah, falsche Taste! Oh Gott. Sollen die wieder neue? Weißt du was? Kollege, komm. Du stehst hier gerade so perfekt, dass du mich schon wieder ankotzt. So, komm, Heilung. So, und nochmal. Komm schon, noch eine schöne Heilung. Danke. Jetzt werde ich wieder getroffen. Mir wird ein ganzer Punkt bei den Viechern abgezogen. Was ist denn das, bitteschön? Oder fast ein ganzer Punkt. So, okay. Wie machen wir es jetzt am beklopptesten? Ich würde sagen, das Übliche halt wieder. So. 1, 2. Oh, rufen die Schöne wieder neue? 1, 2, 3, 4, 5. So, komm schon. Noch ein bisschen, komm, noch 10 Sekunden. Wo ist überhaupt der Typ? Der wieder alles nicht um. Gut, davon gibt es heute keinen. Oh Gott! Wenn ich diese Anfangsheilkombo nicht hätte. Ich will gar nicht wissen, wie das gerne aussieht dann. Okay. Es ist fertig. Falsche Taste. Komm schon. Danke. Nein, 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 nein. Nach oben, danke. Und schön drauf hämmern, bis er hinüber ist.
Also wenn sie beide schon angekratzt und beim nächsten Mal brauche ich dann einfach bloß einen nach anderen wegnatzen. Yes. Komm schon, komm schon. Ah, fast hätte ich ihn schon wieder gehabt. Okay, er ruft. Nee, er verstärkt sie wieder. Ich muss doch nur noch einmal treffen oder so. Das geht natürlich nicht mit Bomben. Was ist denn hier schon wieder los? Ich fühle mich ein bisschen in die Ecke gedrängt. Wisst ihr das? Ah, komm schon. Der Typ muss auch was hinüber sind. Dass sie überhaupt so lange kämpfen kann, wundert mich. Ich würde schon längst am Boden erschöpft liegen. Okay. Na gut, die hat doch sicke Moves drauf. Zack, zack. Und tschüss. Miau. Überlastung starten. Natürlich teleportiert sich wieder weg. Jetzt treten. Schlagen. Treten. Genau. Der Move. Das, jetzt wollte er bestimmt noch die Großen. Das kann ich jetzt schon wissen. Denken. Was ist denn los? Ist dein Kumpel down, hä? So, erstmal den hier wieder flachlegen, weil der nervt mich wieder. Ach, was sollte das denn jetzt? Kam der wieder von hinten. So. So, und so. Nein, 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 nein. Okay, das geht auch. So. Noch 8 Sekunden, noch 8 Sekunden, komm schon. Yes. So, und jetzt bist du dran, du sicker Junge, du. Wollen wir mal ein bisschen dein Gedächtnis ausholen, höhlen. Genau das gleiche mit dem auch. Also hier wieder treten, schlagen, treten. Ist aber auch ein geiler Move. Muss ich ernsthaft zugeben. Was ist denn los? Seid ihr nicht mehr so stark, hä? Ihr Missgeburten der Hölle. Mach mal einfach mal was Schönes erstmal hier. Damit mal ein paar andere weg sind. Weil irgendwie nervt ihr, wisst ihr das? Zack, zack, zack. Okay, ich setze die Mnemonik von Trace wieder zusammen. Sehr schön, Schwester. Jetzt geh durch die Hauptsicherheitsschleuse in den Konzeptionswürfel. Dann gehen wir durch die Hauptsicherheitsschleuse durch den Konzeptionswürfel. Gehen Sie zur zentralen Wachstation. Hier lang? Ich würde schon sagen. Hä? Hör bitte durch? Danke. Bei Fire Exit. Okay. Ja, ja, wir haben uns alle lieb. Es musste hier noch irgendwo bei Fire Exit Brandschutz. Brandschutztür.
Ah. Mann, Junge, du liegst hier so ein bisschen unpassend, weißt du das? So. Knack. Und jetzt gib mir mal bitte dieses schöne, saftige, was ist das? Ein Fokusboost. Noch ein und wir haben 4 Fokusleiter. Ich bin so hohl. Jetzt auch mal bitte. Danke. Und hoch mit dir. Seit Urzeiten hat Angst den menschlichen Fortschritt gehemmt. Wirf deine Angst fort. Du bist der Monopolis. Die Angst hat den menschlichen Fortschritt geschämt. Die Angst lässt die Menschen aber wenigstens überleben. Den Trace, ihre Vitalfunktionen sind schwach. Müssen Sie zur nächsten SAT-Maschine. Wieso tut es weh, diesen Irren so fertig zu sehen? Kann man den irgendwie heilen? Gott. Was für ein Gott. Scheiße, erschreck mich nicht nochmal so. Okay, ich folge dir mal lieber. Du gehst nicht in meine Richtung. Security Room. Müssen wir hier hin? Ich weiß es nicht. Die Herrentoilette. Ja. Sauberer als gedacht, muss ich ernsthaft sagen. Aber hier liegt nichts, oder? Da lag ein Setpatch. Okay. Ist ja okay, wir gehen ja schon durch. Lass mich durch. Die Kamera. Führung ist echt die beste. Der Reißer ist stärker, wenn Maradeure. Ich jetzt. Lass mal aufs Klo gehen. Mal gucken, ob das SAT-Pack immer noch da liegt oder ob das jetzt mitgespeichert wurde. Ich drücke! Schieß! Danke! Ne, wurde nicht mitgespeichert. Okay. Hier haben wir sonst auch nicht weiter. Interessant. Da kommt er. Diesmal passe ich auf. Jetzt heißt es einfach bloß hinterherlaufen. Was? Sicherheitsposten. Okay. Zwischensequenz. Gehen Sie zur zentralen Wachstation. Ja, Reminenz. Erlangen Sie zum Zugang zum Konzeptwürfel. Oh. Komm schon. Ah, nein. Das muss so Button-Smashing sein muss, ey. Okay, ich halte jetzt mit einer Hand Shift gedrückt und mit der anderen drücke ich die falsche Taste. Synchronisiert. Peng. Memorize, die Zukunft der Menschheit. Sehr bescheiden. Ja. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Was? Okay, nur mal ganz kurz. Leute, Capcom, Übersetzer von Deutschen, baut nie, also dann schreibt's wenigstens um. Mein Englisch ist grottig. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar.
Das Geheimnis. Oh Gott, mein Englisch ist grauenvoll. Ich muss jetzt ernsthaft irgendwas um. Ich meine, die 3 da drinne ist nicht grundlos drinne. Von Memo-wise, ja. Das heißt irgendwas mit 3. So viel ist mir schon klar, aber. Wird Memorize Spindel entlarvt, muss die Menschheit tapfer sein. Wenn sie am Ende des Fortschritts vor Scherben steht, erst dann wird das Geheimnis offenbar. Memory Schwindel entlarvt. Ah, jetzt guck doch mal dahin, wo ich das auch haben will. Immer noch beste Kameraführung. Three more. Hominous Evolution. Hominous. Oder Hominous. Three more hominins. Three more. Ich weiß sonst nicht, welches Wort man noch da drüben raus machen kann. Wie gesagt, mein Englisch ist super. Was Evolution? Ne, Evolution. Evolution, ja, nee, nicht Evolution, aber Evolution. Evolution. Oh Gott, bei dem anderen war es mir jetzt immer noch nur einfach nur Zahlen, aber. Ich würde mal sagen, ich denke mal darüber nach und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao.